Hallo und herzlich willkommen hier bei Hunter und Kron. Der gute Pete. Moin. Und ich, der Alex. Wir sind mal wieder hier versammelt für ein schönes Let's Play. Ihr könnt es so ein bisschen sehen. Wir sind scharf, das Spiel hier. Das Cover ist ein bisschen unscharf. Man kann nicht alles haben. Cerebria mit dem Untertitel The Inside World. Genau, wir sind nämlich in einer spirituellen Welt. Wir sind im Pizza im Schädel. Nee, jetzt, na, dann wäre das relativ einfach, dann hätte ich schon gewonnen mit den negativen Sachen, die wir hier spielen. Aber wir formen einen Geist oder ein Wesen und jeder spielt von uns eine Seite, entweder den Bliss oder den Gloom, also die Guten oder die Bösen. Wie man so einfach bezeichnen könnte, und versuchen natürlich unsere Fraktion hervorzuheben, wird am Ende ein Unentschieden erreicht, haben wir beide den perfekten Mönch erschaffen. Ich nehme das mal hier ganz kurz wieder aus dem Bild. Wir können noch mal festhalten, das Spiel, so wie es jetzt hier vor uns steht, 1 bis 4 Spieler. Ja. Ja. Solo-Variante? Es gibt eine Solo-Variante. Man kann es, wir zeigen euch irgendwann. Die haben wir allerdings noch nicht gespielt. Nee, die haben wir nicht gespielt. Wir zeigen euch mal ganz kurz das Board. Ihr seht hier diese etwas orange eingefärbte Hälfte und diese etwas eher bläulich eingefärbte Hälfte. Wenn man das zu zweit oder sagen wir mal zu viert spielt, dann spielt man das halt im Team. Ja, 2 gegen 2. Wir spielen jetzt 1 gegen 1. Und angegeben, es ist gar nicht so ein kurzes Spiel, so 120 Minuten. Ne? Und die Altersfreigabe 15 plus. Also es ist nicht so super schwierig zu spielen. Es gibt halt jede Menge Entscheidungsmöglichkeiten und Aktionen. Und Optionen. Wir zeigen euch hier also das Basisspiel. Normalerweise, wie gesagt, spielt man auch zu viert. Also da sind 4 Personen drauf. Wenn man alleine spielt, könnte man auch 2 Kreaturen oder 2 Wesen steuern. Es ist jetzt schon voll. Es ist jetzt schon voll der Platz. Deswegen haben wir gesagt, wir spielen nur mit einem. Man braucht wirklich viel Platz. Ja. Ihr seht es schon und ihr seht es auch, wenn wir hin und her springen. Jeder hat da seinen Bereich. Es ist wirklich groß, aber mein Clash Games kann auch nicht klein anscheinend. Was ihr hier zusätzlich seht, ist die Miniaturen. Die gibt es so in dem Basisspiel nicht. Da gibt es hübsche Pappaufsteller, die ich auch sehr schön finde und die ihren Job super machen. Aber Alex kann halt auch nicht ohne. Es gibt nämlich schon eine Erweiterung dazu, die bringt eine dritte Fraktion mit ins Spiel. Da kann man es dann auch bis zu 6 spielen oder halt diese tollen Miniaturen. Ich zeige euch die jetzt nicht alle, aber hier hinten sind sie halt abgebildet. Und genau, wir spielen jetzt einfach mal mit den Miniaturen. Da seht ihr das auch schon, hier ist noch diese rosafarbene Fraktion. Die hat jetzt allerdings mit uns erstmal hier nichts zu tun. Wir haben also nur erstmal die Miniaturen genommen. Und mal kurz beiseite. Wie gesagt, Basisspiel, das heißt, wir haben auch jegliche Optionen draußen. Und ihr fragt euch, 15, ist es so bunt, ist es so niedlich? Ja, es ist ein Area-Control-Spiel, in dem wir sehr viel machen können und sehr viele Aktionen haben, die verschiedene Aktionen beeinflussen können. Und da kommt die Schwierigkeit, man kann alles machen, man kann zusätzlich den Startaufbau modifizieren, den ich hier habe. Das heißt, ich fange jetzt hier bei uns mit diesen 4 Fähigkeiten an, aber man könnte das dann auch modifizieren, wie man möchte. Man könnte sagen, man baut sein eigenes Emotionendeck, was man hier liegen hat. Das heißt, die Karten, die ihr hier seht, das ist ein standard zusammengebautes Deck, was als Vorgabe ist, damit wir das Grundspiel auch zeigen können. Es gibt hier Optionen, die halt sagen, man kann hier mit diesen Intentions spielen, die werden wir auch nehmen, um halt weiter Siegpunkte zu machen, die generiert werden. Und man kann weitere Ziele rausspielen und. Ja, da kommt dann die Spieltiefe und auch der Rest wirklich zum Tragen. Aber da wir erstmal das Basisspiel euch zeigen wollen, ob überhaupt das Spiel was für euch ist, bevor wir hier alles reinhauen. Und seid bitte gnädig mit uns. Vielleicht gibt es den ein oder anderen Regelfehler, der ist fast nicht zu vermeiden gefühlt. Nein. Die Regeln sind derzeit nur auf Englisch verfügbar. Und es ist hier so ein... ein sehr schönes Buch. Es ist ein sehr schönes Buch, wo alles beschrieben ist. Es ist 35 Seiten stark, aber auch mit Solospielregeln. Genau. Und deswegen gibt es uns jetzt erstmal, um mal zu schauen, ob das überhaupt was für euch ist. Und wir werden noch nicht alles vorstellen, sondern wir spielen einfach, damit man das ein oder andere dann nach und nach sieht.
Wir haben schon gelost. Und ja. zwar, deinen Charakter haben wir ja gerade eben schon mal gezeigt. Hier gibt es solche Tokens, ich gehe mal in meine Detail. Die gibt es dann für jeden Spieler. Und ich bin die gute Harmony, sieht man hier oben, ja, Charakter abgebildet. Das ist hier meine Figur dazu. Die sind noch unbemalt, aber ja, kann man sich also noch austoben. Und wir haben gesagt, der Pete fährt an. Die zieht man jetzt einfach random. Wir haben jetzt mal festgestellt, Pete ist noch ein bisschen mehr in der Materie als ich. Passiert den Besten. Und deswegen darf der Pete starten. Genau, wenn man nur kurz dazu noch, wenn man zu viert spielt, ist das halt immer abwechselnd. Die Reihenfolge verändert sich auch nicht. Und wenn man zu dritt spielt, spielt einer alleine. Hat auch nur ein, kann entweder zwei steuern oder halt einen. Wenn er einen steuert, ist er halt doppelt so oft dran. Ganz einfach. Fange ich an. Was ihr hier seht auf meinem Brett ist eine schöne Darstellung. Und zwar, da ich anfange, fange ich mit mehr Willenskraft an, weil mir eine Fähigkeit nämlich genommen ist am Anfang. Ich fange also mit 6 Willenskraft an, das sind diese Kristalle. Und ich habe 2 Essenz zur Verfügung, mit denen ich Emotionen auf dem Brett verstärken könnte oder ins Spiel bringen kann. Wie mache ich das? Hier auf dem Brett seht ihr die 4 Aktionen, die mir, die Aktionen, die einem zur Verfügung stehen. Die untere ist nicht freigeschaltet, weil es gibt auf diesem Standfeld kein Startfeld. Ich habe also nur 4 zur Verfügung. Was kann ich also machen? Ich kann mich bewegen. Ich kann eine Emotion ausspielen. Ich kann eine andere Emotion entfernen. Oder ich kann einen Bereich, den ich halt denke, dass ich ihn verstärken müsste, mit einem Gedanken Schloss verstärken, was mir dementsprechend dann etwas mehr bringt. Was wir auch noch vergessen haben, ist am Ende, und ihr seht es hier oben liegen, ja, an der Seite, sind die Ziele, um die wir ringen und die uns Punkte geben. Am Ende ist es ein Punktespiel, wie bei jedem guten Euro. Und das erste Ziel, was wir haben, ist, dass wir mehr Emotionen aneinandergereiht haben müssen als die gegnerische Fraktion. Und jeder hat noch eine private Aufgabe, die er an seinem Brett hier hat. Und die oberste Aufgabe wird dann einfach mal gezeigt. Und das wäre jetzt meine, das darf nicht die gleiche sein, die da liegt. Ist sie in dem Fall nicht. Und wir versuchen als unsere Fraktion diese Sache auch noch zu schaffen. Dann schauen wir mal kurz bei meiner Fraktion rein. Ja. Wir haben hier diese Aufgabe zu bewältigen. Wer sich jetzt fragt, was soll das, da kommen wir dann einfach im weiteren Spielverlauf nochmal dazu. Aber auch hier ist quasi das Richtige, es ist nicht die gleiche Aufgabe, die als Hauptaufgabe jetzt für diese Runde gestellt ist. Wir können also fortfahren damit. Oh nein. So, dann fange ich einfach mal an. Fang mal an, Pete. Und wie ihr auf den Brettern unten auch seht, gibt es eine Aktionsleiste, die anzeigt, in welcher Aktion ihr seid. Das ist nämlich wichtig. Weil sobald nämlich eine Zwischenwertung kommt, wird das Spiel pausiert, die Zwischenwertung kommt und dann geht das Spiel halt auch weiter. Deswegen ist das auf jeden Fall sehr praktisch. Hier unten ist keine Aktion. Ich gehe also meine erste Aktion. Und meine erste Aktion wäre, ich bin da noch so ein bisschen ratlos. ich bewege mich. Das darf man auch sein am Anfang. Am Anfang, ja, darf man immer ein bisschen ratlos sein, weil ich habe immer noch nicht wie beim Schach die perfekte Eröffnung oder so geschafft. Oh. Aber ich nehme hier einfach meine Bewegungsaktion und ihr seht, hier hängt so ein Kristall runter. Oder seht vielleicht das runterhängen, ihr könnt es erahnen, hier unten seht ihr es besser. Hier oben hängt einer runter, ich muss also ein Kristall bezahlen, um diese Aktion auszuführen. Sogenannte Willpower, ja? WP abgekürzt in der Anleitung. Muss eine Willpower aufbringen, um mich zu bewegen. Ist immer so anstrengend. Und kann mich jetzt auf dem Brett den Feldern oder den Lanes hier, die man hier sieht, diesen Streifen, Strichen, ja, bewegen und werde mich hier drüben hier rüber bewegen. Du kommst mir also ziemlich nah auf die Pelle. Auf ja, genau. So, dann habe ich die erste Aktion gemacht. Ich gehe in meine zweite Aktion über und werde eine... Werde eine Emotion sehen. Und zwar Invoke heißt es hier. Dafür müsste ich 2 Willpower ausgeben. Die kriege ich hier, die gebe ich ab. 2 Willpower sind ausgegeben. Muss dann eine Karte von meiner Hand spielen. Nehme diese Karte. Und darf sie jetzt dahin spielen, wo ich benachbart bin. Und wenn ich auf diesem Feld bin, hier oben, bin ich nur an diesem benachbart.
bin ich zwischen diesen beiden, bin ich in dem Land, bin ich an beide Bereiche angrenzt und könnte beide beeinflussen. Piet, magst du uns die Karte nochmal kurz in deine Detail-Cam halten? Kann ich machen. Dislike. Ja? Also ich bin da so ein bisschen anti. Ich sehe gerade, der Fokus will nicht so, wie er sollte. Und man sieht hier oben, mit wie viel Emotionsenergie sie startet, wie viele Punkte sie dann bringt, je nachdem, wie sie das hat. Hier seht ihr einen Pfeil, da könnte ich die entsprechend aktualisieren. Und hier unten ist eine Spezialfähigkeit, die sofort, sobald hier so ein Pfeil ist, wenn die ausgespielt wird, wird das ausgeführt und das sagt, es gibt mir für jeden Upgrade, den ich, oder für jeden Punkt, den ich in der Quell-Ability habe, um eine andere Emotion wieder zu entfernen, einen Willpower zurück. Und das heißt, man sieht hier, ich habe hier nur einen so einen Token liegen, keine anderen hätte ich vorher, also die aktualisiert, hätte ich das wahrscheinlich wiederbekommen, was vielleicht auch gut gewesen wäre, aber dem ist hier nicht so. Ich kann die Karte so nur ausspielen, da ich die nicht entwickelt habe, die Fähigkeit, kann ich in dem Fall keine der Aktionen hier wählen. Ich muss die Essenz von meinem Punkt wählen. Lege sie damit darauf. Ist jetzt mit einem bestückt. Ich kriege einen Willpower zurück. Durch die Fähigkeit, ja. Erzählt er. Könnt ihr jetzt alles erzählen? Ich würde einfach nicken. Ja, ja, ja. Weil du das nicht glaubst, oder? Ja, du, nee, bist nämlich. Das wäre die zweite Aktion. Dadurch habe ich Einfluss in diesem Bereich bekommen und kriege dadurch Einfluss in dem hier. Und da die Sachen hier die Benachbarten beeinflussen dieses Land, ja, das Willow of Values, in dem Fall hat er hier einen, aber alle Benachbarten, ihr seht hier die Pfeile, beeinflussen das mit. Das heißt, also in dem Fall wird er hier neutral und ist nicht mehr unter irgendeinem Einfluss. Und dann bin ich ja nochmal dran. Ich habe drei Aktionen. Munkelt man. Ja. Munkelt man. und es gibt noch Dinge auf dem Brett, habe ich gesehen. Das ist nämlich sehr schön, alle Aktionen, die ihr habt. Und deswegen kämpft man auch um diese Bereiche, ist halt, dass die Aktionen, die auf dem Brett zur Verfügung stehen, günstiger werden und man nicht dafür immer Willpower ausgeben muss. Ja. Aber und die kann man von jedem Standort aktivieren. Also man muss nicht hier zum Beispiel stehen, um Willpower in Essenz umzutauschen, sondern man kann das überall aktivieren. Ja. Genau. Was ich allerdings machen werde daraus, ist, dass ich einfach, ich brauche halt Karten. Ich könnte auch Karten am Ende meiner Runde ziehen, merke ich gerade. Das wäre natürlich auch schlau. Man sieht auch immer, was gezogen wird. Ihr ist bei mir nicht, weil ich davor sitze. Aber man sieht hier auf dem Stapel immer, ist die oberste Karte immer offen. Ah, das ist eine gute Frage, ja. Ja, und das heißt, man weiß auch, was kommt. In dem Fall würde ich einen Mistrust bekommen. Ich traue dir nicht, ein Misstrauen, wie es so schön heißt. Und ich glaube, weißt du, was ich mache? Du wirst uns das gleich zeigen, Piet, vermutlich. Das ist eine coole Idee, glaube ich. Ich mache ein Fortify von meinem Brett. Das kostet mich einfach eine Aktion und drei so eine Steine. Die nehme ich jetzt. Piet baut jetzt ein Fortress. Ich baue einen kleinen Gedanken, eine kleine Gedankenburg. Und es gibt kleine und große Teile, wie ihr hier seht. Das sind die großen. Wir fangen natürlich erstmal mit einem kleinen an und kann es halt benachbart zu mir bauen. Das ist egal, welche Farbe da liegt, aber ich baue es in dem Fall hier und kriege dadurch in diesem Bereich einen Einfluss mehr. Und dadurch gehört mir sogar das Ding hier. Und dieses Element, was Piet jetzt gebaut hat, ist wiederum auch für die nächste Runde mitunter spielentscheidend. Ja? Denn wie ihr seht da hinten, in der zweiten Runde ist das sozusagen von Belang. Richtig. Wenn nicht sich da noch irgendwas verändert auf dem Board. Mist, ich dachte, du erkennst es nicht. Ich plane schon mal voraus. Das ist halt auch gut, so eine Sache, was ihr habt in dem Spiel. Ihr könnt halt immer sehen, was kommt. Außer,
und man kann das auch beeinflussen, aber so ein bisschen kann man sich schon darauf einstellen. Und ich glaube, das ist auch so ein großer Punkt, dass man in die Zukunft plant und wieso das Spiel eigentlich auch so lange dauert. Wie ihr in die Zukunft plant. damit bin ich fertig. Ja, du bist fertig. Der wandert dementsprechend hier diese Linie lang. Jetzt komme ich hier in dieses Feld, kann mir jetzt aussuchen, ob ich eine dieser Token umdrehe, um diese Spezialfähigkeit zu aktivieren, wenn ich sie brauche. Oder aber zwei Karten zu ziehen. Ich ziehe zwei Karten. Die kommen hier brav bei mir zu sehen. Ja, die hat man dementsprechend auf der Hand. Die sieht auch kein anderer. Die darf man auch keinen anderen zeigen. Und die oberste wird umgedreht. Die wiederum dürfen alle sehen, die oberste. Genau. Ja. Dann geht es hier weiter. Das heißt aber nur, wenn ich keinen Willpower habe, ich habe ein bisschen schlecht gewirtschaftet, ja, weil hier einer über ist, dann würde ich einen kriegen, kriege also keinen, bin dann wieder fertig. Der Token wird zurückgedreht, weil es noch eine Spezialfähigkeit ist, die Alex euch im nächsten Zug zeigen wird. Bin dann fertig und dann ist der nächste Spieler in der Reihe. Das sagt ihr so einfach, ja. Gut, Piet, du bist jetzt hier schon mal ein bisschen vorne gemacht. Ich versuche mal den Fokus ein bisschen auf dieses erste Ziel zu legen, möglichst viele in einer Reihe oder angrenzend in einer Kette zu haben. Dann stehst du ja schon mal richtig. Und dafür, ja, aber ich bewege mich trotzdem, glaube ich, mal einfach auch als erstes. Wir haben hier diese Bewegungsaktion. Die mache ich auch einfach mal. Ich gebe hier auch einen Willpower aus, gehe hier rüber. Man kann übrigens, wenn man Sachen nicht ausgebaut hat, sich nicht auf ein schon besetztes Feld stellen. Da habe ich jetzt also erstmal noch Glück gehabt. Und ich habe gerade schon wieder gar keinen Überblick über was hier so alles am Stissel ist. Aber am Stissel? Das war meine erste Aktion. Ja. Du bewegst dich, ja. Ich habe mich bewegt. Was Piet eben angesprochen hatte, man kann einmal in seinem Zug aus diesen Schalen hier, die sehen wir auch nochmal hier, aus diesen Schalen Willpower entnehmen. Immer je nachdem, in welchen Bereichen man sich befindet, ob man zum Beispiel hier Plus hat, weil man diese Grenzgebiete kontrolliert, ja, das würde dann immer Willpower extra geben. Wie viel ist denn das regulär? Regulär ist zwei. Zwei Plus. Und die Aktion willst du die machen? Weil du würdest jetzt drei kriegen in dem Fall, weil ja hier das kontrolliert. Ja. Außer du willst hier noch was reinspielen vorher. Das ist ja gehüpft wie gesprungen. Aber ich erkläre das mal kurz, was du gerade angesprochen hast. Je nachdem, wo man steht, ja, kann man entsprechend aus der Schale, die man hier sieht, in der Mitte ziehen. Das heißt, diese fünf Punkte, die hier neben stehen, können immer nur aus der benachbarten Schale ziehen. Wenn man in diesen Ecken steht, so wie Alex hier oben steht, kann er sich aussuchen, aus welcher Schale er das ziehen würde und würde halt auch den Bonus nicht von nur einem bekommen, sondern von beiden. Ja, und die haben auch immer noch zusätzliche Aktionen drauf, die man dann machen kann. Wenn man zum Beispiel auf dieser hinteren Schale zieht, kriegt man noch eine Essenz extra. Wenn man aus dieser Schale hier zum Beispiel zieht, darf man sich eine Karte extra auf die Hand nehmen. Und ja, siehst du auch, was du ziehst. Vielleicht brauchst du das ja. Und ich würde jetzt aber erstmal noch eine Karte, glaube ich, spielen. Ich gucke nochmal ganz kurz, was Karte ausspielen war. Das war hier in Vogue. Genau. Ne? Das heißt, Emotionen hervorrufen. Das heißt, das würde mich zwei kosten. Okay, die gebe ich erstmal auch aus. Zwei Willpower. Und dann spiele ich hier Self-Esteem. Ja, der kleine Typ hier, der sehr selbstsicher durch die Gegend wankt. Der hat auch einen Effekt. Und zwar, wenn ich die ausspiele, dann darf ich eine meiner Fähigkeiten auf diesen Tracks, darf ich mit, wie heißen eigentlich diese Chips, die hier auch noch der Karte zugeordnet sind? Piet, hast du das noch im Kopf? Nee, habe ich nicht. Jedenfalls, diese Token sind normalerweise in Verbindung mit Vibe-Tokens, was für ein Vibe wir haben, jedenfalls genau. mit diesem Vibe-Symbol hier oben in Verbindung gesetzt. Kurz mal nachdenken. Hier darf ich mir aussuchen, welchen Vibe-Token ich nehme. Ich darf nämlich in so einer Lane keinen gleichen Vibe-Token verwenden, die müssen unterschiedlich sein. Also lege ich jetzt hier mal den guten Self-Esteem ab und da gibt es natürlich auch eine Essenz drauf, hat sich jetzt hier, du hast nicht mehr die Mehrheit, glaube ich, ne? Wir haben hier 1 und 1. Nee, vor allen Dingen, ich erkläre das nochmal kurz, da hier jetzt die würde nur gelten, wenn hier auch dieselbe Emotion liegt, dann
das deine ist und ich meine, wird meine abgeschnitten. Das heißt, du hast 2-1 und damit hat sich das hier gedreht. Das, so sieht das aus. Gedreht hat sich das vorhin. Gedreht. Sowas von. Und das hier hat auch keiner mehr, glaube ich. Weil es ja 1-1 in dem Reich. Ich will da jetzt nicht widersprechen, weil für mich ist es gerade günstig. Von daher denke ich, dass das vielleicht schon klar geht. Ich gucke jetzt hier nochmal auf mein Tableau. Das war jetzt meine zweite Aktion, ja, da an diesem Marker. Der ist sozusagen essentiell. Und jetzt überlege ich, ob ich noch mir so ein bisschen Willpower hole. Ein nämlich interessanter Hauptmechanismus, wenn eine so eine Schale leer ist, gibt es halt eine Zwischenwertung. Die möchte man mitunter auslösen, wenn aber man sich gerade vorstellt. Kriegst du jetzt nicht erstmal noch so ein Vibe-Token, bevor du die nächste Aktion ja, hast? Ja, genau, genau. Ich darf mich jetzt hier nämlich upgraden. Und da gucke ich mal, was wir hier upgraden wollen, wenn man so eine Karte spielt. Du kriegst ja auch so einen Joker-Token, deswegen habe ich die hier nochmal hingelegt. Weil du darfst nämlich normalerweise, erkläre ich das kurz, ihr seht ja die verschiedenen Token, die für Alex liegen, und man darf nie die gleichen Token in einer Reihe haben, außer die Joker-Token, die keine Varianz haben. Damit man noch ein bisschen taktieren kann oder muss, wenn man so. Aber Joker haben wir jetzt noch nicht, ne? Doch, das ist so ein Joker-Teil, oder? Das ist so ein vierfarbiges Ding. Ach so, der ist. Ah, okay, der ist gleich. Ich hätte jetzt ein beliebiges von denen. Können wir auch jetzt machen. Aber nö, ich nehme auch gerne so einen Teil. Das könnte jetzt natürlich auch sein, weil alle sagen: Der Pete. Ah, der Pete wieder, der hat nicht gelesen. Wieder, der ich bin wieder, in der Meinung, ich habe so gelesen. Ey, wir können es auch so machen. Es ist an sich auch vielleicht ein Ticken leichter, bin dann geworden, aber. Oh, und was will so ich? So schwierig. Was will ich? Ich will noch so einen Quell draufpacken. Oh Mann. Legst du doch einfach irgendwo hin, wo du denkst, dass es wichtig ist. Ich leg das einfach mal hier. Was machst du günstiger? Aus dem. Ja, stimmt. Man kann hier hinten, kann man auch was. Das ist eigentlich auch immer nicht schlecht. Ich mach mal Laufen günstig. Ah, ich wusste das. Gut. Dann noch, und noch so ein Upgrade. Die Tableaus aller Geister sind zweiseitig und die Rückseite ist asymmetrisch. Ja, und ihr seht ja dann auch, die Power von dem Ding würde dann auch sich ändern. Aber wir spielen ja jetzt noch gar nicht mit Power. Genau. Gut, dann. Dann drehe ich jetzt hier mal meinen Marker hier unten um und sauge jetzt mal hier was aus den Schalen. Aus welcher denn? Und zwar möchte ich aus der Humility nehmen. Ja? Ja. Das heißt, das standardmäßig sind 2. Ich kriege aber hier noch +1, ja. Also 3. 3 Willpower nehme ich mir hier raus. Die kommen auf mein Board. Und dann bekomme ich hier noch eine Essenz. Die kommt auch auf mein Board. Alles hier auf mein Board. Ah. Und dann drehen wir das. Drehen wir das einfach mal. Dann drehen wir das. War das denn vorher falsch gedreht? Nee, war alles richtig. War alles richtig, sagst du, ja. Achso, nee, stand's nicht, oder? Stand, glaube ich, nicht richtig. Stand irgendwie so. Das war falsch. Das war jetzt schon so. Das wäre dann so und dann dreht sich genau. Das jetzt. Genau. Ich habe mich trotzdem für die richtige entschieden, weil ich stehe ja hier, da darf ich ja nicht nur für die entscheiden. Verrückt. Dann möchte ich jetzt gerne noch ein bisschen was machen. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel auch noch mehr Essenz auf so eine Karte bringen, um die Sachen zu verstärken. Ja. Mhm. Aber das mache ich, glaube ich, erstmal noch nicht. Ich gehe einfach mal wieder eins zurück. Das kostet mich ja gerade nicht so viel. Ja? Deswegen gehe ich hier mal eins zurück. Es ist aber trotzdem noch bei mir hier eine Aktion. Das darf man jetzt nicht vergessen. Und dann bin ich hier unten noch fertig. Ich überlege jetzt, ich habe jetzt nur noch diese eine Karte. Möchte ich 2 Karten nachziehen oder so ein Ding? Und den Pete hat auch nicht. Ich ziehe mal 2 Karten nach. Mhm. Total super geheim natürlich.
Und die wird aufgedeckt. Und dann, zack, habe ich ja noch 4 Willpower hier liegen. Krieg also nichts geschenkt von der Warte aus. Und Pete ist wieder am Start. Der Pete ist am Start. Der Pete ist am Start und ich und muss mal kurz meinen los, denn Arm die Welt rein. Ist groß. Wir fangen also vorne an, erste Aktion. Und ich gebe mal meinen einen Willpower aus, den ich habe. Und bewege mich, weil mir kostet es noch Geld, bewege mich hier hin. Zweite Aktion, die ich habe, ist die Aktion, wo ich stehe. Ihr seht sie hier oben. Ja, ich gebe einen Willpower aus und kriege 4. Da mir die Ehre aber gehört, zahle ich keinen. Nicht bezahlen, ja. Ja, und kriege einfach 4. Ansonsten, wenn ich einen hätte zahlen müssen, hätte ich es davor gemacht, weil man Aktionen ja von jeder Ecke aus machen kann. Genau, er muss da nicht stehen, wie gesagt, wichtig, auch die kann wichtig, ich. Wichtig, aber es ist eine Aktion. Ja, das ist wichtig. Das darf man mal nicht vergessen. Und als dritte Aktion spiele ich eine Karte aus. Also ich rufe eine Emotion hervor, gebe also 2 aus, muss eine Sache ausgeben, wähle Neid. Ja, aber den neidischen Wurm, den er nicht so ganz scharf kriegt wieder mal. Ja, aber das ist so halt mit Geistern, ne? Die sind immer so ein bisschen unsichtig. Und der sagt, wenn ich ihn ausspiele, darf ich mir einen Token hinlegen auf dem Upgrade, was eine gegnerische Person schon als Upgrade hat. Das heißt, egal wo er es hingelegt hätte, ich hätte es mir auf jeden Fall genommen und muss dafür aber trotzdem die Essenz von mir nehmen. Legt die dann hier rüber. Kommt mit einem ins Spiel und du brauchst mindestens eins. Ich kriege ein Upgrade, was er hat. Dementsprechend ist meine Bewegung ab jetzt auch gratis. Wenn ich mich standardmäßig nur bewege. Die Ära geht zu mir. Damit ist die Karte abgehandelt. Das war die dritte Aktion, die ich gemacht habe. Als letzte Aktion, weil es keine richtige Aktion ist, mache ich einen Absorb. Weil es keine richtige Aktion ist. Ja, ich kann es ja zusätzlich machen. Ja. In meiner Runde mache ich einen Absorb und ich ziehe jetzt aus der Schale, die ihr da seht, weil ich kann nur aus dieser Schale ziehen, ich stehe ja nicht dazwischen, ziehe ich 2 plus jeweils einen extra, weil mir die beiden Nachbarn Piet gehören. Macht die leer, ich die mache Schale. Die gleich mal leer. Oh, und er ist auch gerade in der Mehrzahl seiner, hier, Angens 1, 2, 3 Karten hatte. Richtig. Ey, das war ja sehr glücklich. Sauber gemacht, oder würde ich sagen. Bescheiden von mir gespielt. Das ja, kann natürlich man auch weiß sein. Es nicht. Sobald so eine Schale leer wird, bleibt das Spiel stehen und die Zwischenwertung geht halt los. Super. Stop! Na gut, Piet, ich gönne dir es. Dann wird jetzt geschaut, die geheimen Sachen werden jetzt aufgedeckt. Die geheimen Sachen. Wollen wir das mal hier hinlegen? Wollen wir das hier mal drauflegen? Piet hat auch noch seine geheime Sache erfüllt. Meine erfüllt. Es geht nämlich darum, bei Piet, wer hat mehr Fortresses? Genau. Piet hat ein blaues Element dort liegen. Das heißt, ich habe mehr Bogen und Festungen als der Herr neben mir hier. Und mein Ziel war einfach, mehr Kontrolle über ein Realm, über so einen Bereich zu haben. Und da habe ich aktuell 1, 2 und Piet hat nur 1. Warum? Weiß ich nicht. Aber weil er die Karte verschoben hat. Nee, das ist auch deine Kontrolle, also, oder? Ja. Oder? Das Realm ist auch noch. Das wäre meins. Verdammt! Ja. Nee, alles gut. Ich hätte mich jetzt auch gewundert, weil es hat sich ja nicht viel geändert gehabt. Von daher ist da nicht die Mehrheit auf meiner Seite. Dann hast du keins. Ich habe nichts hab gerissen. Ich habe 2, das heißt, ich kriege so einen fetten Mittelteil einfach hier und baue das in die Mitte. Da wir ohne weiteren Optionen spielen, ist es total egal, wo ich es hinsetze. Dann kommt es schön in die Mitte. Wenn jetzt hier ein Fortress stehen würde, wo die Schale leer ist, würde dieser auch noch mit reinwandern. Mhm. Was noch cool wäre, weil es extra Punkte sind. In dem Fall nicht. Und die ist erfüllt. Das Spiel müsste damit mir eigentlich liegen. Wer baut den höchsten Turm? Aber bis jetzt... Die ist erfüllt und geht raus. Ja. Das heißt, so. Das dreht sich hier auch weiter? Das dreht sich das auch dreht noch sich weiter. Weiter. Ich kriege auch noch die Essenz übrigens. Ja, und es wird wieder mit 7 aufgefüllt. Ja, aber es ist auch noch nicht ganz vorbei, denn du hast keine Punkte gemacht und ich 2. Sobald ich 2 habe und der Gegner keine, hat er 2 Dinge, die er machen muss.
Und zwar musst du eine der vorhandenen Teile, die hier sind, entfernen. Von den vier, die wir noch spielen, gibt's jetzt dann musst du eins entfernen. Ja, ich möchte gerne das Fortress entfernen. Warum? Ja. Also es geht dann auch aus dem Spiel. Du ziehst deine Top 3 Karten von deinem Stapel und suchst dir eins aus, während ich das oberste nehmen muss. Du kannst ja schon mal meine Details schalten. Wir haben als Zusatz dieses. Ja, und müssen das halt versuchen zu erfüllen. Und ich gehe jetzt mal hier bei uns rein. Das darf wieder nicht mit der Sache übereinstimmen, die da ausliegt. Ne? Das heißt also, was ist für uns jetzt hier noch möglich? Und da suchen wir uns jetzt hier mal was aus. Und ich würde mich jetzt einfach mal ganz schnell für das hier entscheiden. Ja? Und das verraten wir natürlich nicht dem Piet. Nee, ihr wollt ja gewinnen. Was ist mit den anderen beiden? Die kommen die runtergelegt? Ich habe sie immer runtergelegt, weil das Deckel danach meistens gemischt wird. Zack. Das ist jetzt also die neue Aufgabe. Und du, Piet, hast du schon, haben wir schon irgendwelche Punkte generiert eigentlich? Wir haben ja auch so einen Punkterat. Nee, Punkte generierst du nur, wenn du eine fremde Emotion zum Brett nimmst. Mehr als 4 Stück absorbst. Ich habe einen Punkt gemacht, danke, dass du mich darauf hinweist. Ja. Du, also 4 plus, ne? 4 aufwärts. Genau, du kannst ja mal kurz nochmal in die Details schalten bei mir. Zeige ich es kurz. Man hat hier diese Sonderteile. Hier wäre es, heißt, wenn ich eine Karte, eine Essenz von einer Karte entferne, kriege ich halt einen Sonderpunkt. Wenn ich mit einer Aktion 4 Willenskraft absorbiere, wenn ich eine Karte von mir komplett mit Essenz fülle oder wenn ich eine Fähigkeit komplett ausgebaut habe, dann kriege ich einen Sonderpunkt. Du hast, das war deine letzte Aktion. Das war meine letzte Aktion, das heißt, der Token wandert hier rum, ich darf 2 Karten ziehen oder mir so ein Hütchen nehmen. Ich finde ja diesen traurigen Elefanten sehr gut. Ich ziehe, glaube ich, keine Karte, sondern ich drehe hier mal so ein Ding rum. Man weiß ja lieber, wie man es braucht. Habe leider mehr als ein Willpower, kriege keinen und bin dann fertig. Gut, dann bin ich wieder am Stissel. Es gibt hier auch so eine tolle Übersichtskarte, die beschreibt bestimmte Sachen. Und da steht auch noch was. Und zwar, before taking a spirit board action, you may discard one emotion card. Also ich kann eine von diesen Emotionskarten wegwerfen. Und für den passenden Wipe-Token, das Symbol, was also hier oben in der Ecke angezeigt wird, ja, bekomme ich also so einen Token. Und den darf ich dann wieder verwenden, um ein Upgrade zu machen. Und das mache ich doch einfach mal. Und zwar werfe ich jetzt mal hier den Optimismus ab, zack, abgeworfen und jetzt kriege ich hier so einen blauen Wipe-Token, so einen Donut und den nehme ich jetzt mal und packe ihn hier hin und damit kann ich einen extra Zug machen in der Bewegung, also eine extra Bewegung, wenn ich dafür auch noch eine Willpower mehr ausgebe. Darfst du 2 Schritte laufen? Darf ich 2 Schritte laufen, wenn das Sinn macht. Und ich höre nie, habe gerade voll falsch aufs Board geguckt, weil ich dachte nämlich, ich muss hier lang laufen. Aber man muss nicht, man kann auch hier lang laufen. Aber willst du was anderes aktualisieren? Nö. Ach du, ist schon okay. Ist auch so okay. Das heißt, ich habe jetzt Aktion. Ah, da stehe ich. Ich kann ja eigentlich noch mal kurz gucken, ob ich da irgendwas absorbe. Kriegst du 3. Jetzt, wo ich da noch stehe. Wie bitte? Was siehst du? Kriegst du 3. Krieg ich 3. Jetzt, wo ich da noch stehe, kriege ich 3. Dann kann ich noch so ein Ding nehmen oder so ein Teil umdrehen. Ist ja auch immer nicht schlecht. Ne? Kannst ein Teil umdrehen? Ich kann ein Teil umdrehen. Nee, wenn du einen zahlst, kannst du ein Teil umdrehen. Ja. Das mache ich mal. Ich nehme mal meinen Token hier. Ah, das habe ich, umgedreht. Zack. Nicht, dass ich dir dann schon wieder irgendwie in die Hand spiele. Und dann nehme ich hier aus dieser hinteren Schale, nehme ich 3 raus. Ich muss allerdings erstmal von meinem Board hier 1 bezahlen. Das mache ich auch. Und dann kriege ich also 3 und darf einmal so ein
Ja, Zusatzaktionsplättchen hier umdrehen. Damit kann man nämlich noch zusätzliche Sachen machen. Man kann eins zurückdrehen und darf noch so ein Wipe-Token legen. Man darf einmal das Board zum Beispiel eins weiterdrehen. Oder wenn man davon zwei, das seht ihr jetzt gerade nicht, das ist ja ein bisschen außerhalb des Sichtfeldes. Wenn man davon zwei umdreht, dann darf man sogar noch eine zusätzliche Aktion ausführen. Dann wird das Ganze wieder gedreht. Zack. Und dann bewege ich mich jetzt mal eins weiter. Zack, hier. Mhm. Erste Aktion. Ich habe mich eins weiter bewegt, gebe eine Willpower aus. Und dann möchte ich gerne. Schau in der Zwischenzeit mal. Schau mal nach. Dann möchte ich jetzt noch eine Karte ausspielen wieder. Das ist dieses Invoke. Ne? Das kostet mich wieder zwei Willpower. Gebe ich aus. Ich muss da gucken, was mein Elefant und macht. Und dann lege ich die Karte hier hin. Und die wird auch wieder mit einer Essenz versehen. Damit, wenn ich das nicht falsch sehe, hat Pete hier nicht mehr die Mehrheit. Das heißt, dieser Border-Token hier, dieser Grenztoken, der kommt weg, das ist nicht mehr in seinem Favor. Und das war quasi hier meine zweite Aktion. Mhm. Ich kann aber noch die Fähigkeit der Karte aktivieren. Das ist wieder so ein, wir nennen ihn jetzt mal wieder Random-Token zu nehmen. Und einfach nur, weil ich es kann. Ja, wobei, warum? Weil ich es kann. Noch nicht. Wenn ich jetzt hier diesen Bereich voll machen würde, dann würde ich wieder einen zusätzlichen Punkt kriegen. Ja, das sind die Sachen, die Peter gerade angesprochen. Wenn man es allerdings schafft, in seinem Zug zwei Punkte zu kriegen, ja, dann kriegt man nochmal zwei Punkte extra. Oder genau. wenn man zwei Dinge davon erzielt. Ja, genau. Deswegen würde ich jetzt einfach mal das hier in Vogue ausbauen. Ja, das bedeutet jetzt, wenn ich das dann noch spiele, so einen Bonus-Chip umdrehe, dann würde ich eine zweite Essenz vom Supply kriegen. Und jetzt gucken wir uns nochmal Bau an. Hier kann ich eine Karte verschieben, wa? Hier kann ich eine Karte verschieben. Du kannst irgendeine Essenz an dich ranziehen, ja. Achso, hierher holen, da wo ich bin. Da neben dich legen. Sozusagen. Da gibt es, da oben könnte ich Willpower gegen, also Willpower zur Essenz machen. Und da gibt es mir, da gibt es nochmal plus 4, hast du gesagt. Ne? Ich habe jetzt gerade 3. Was ist denn so ein Fortress bauen? Das kostet mich 3, ne? Ja. Das mache ich mal. Ich gebe mal 3 aus und baue dann mal von mir hier. Ich glaube, ich baue es mal hier. Ich baue es mal hier hin. Du musst nur so ein +1-Token einnehmen. +1-Token habe ich hier. Damit ist das mein Bereich. Yep. Das ist mein Bereich und passiert sonst noch was? Das war jetzt die letzte Nummer für 3. Habe ich noch nicht freigeschaltet. Okay, dann geht es jetzt wieder zurück. 2 Karten ziehen oder umdrehen, sowas Schönes. Ich ziehe mal wieder 2 Karten. Mal wieder. Sociability, mal wieder. Naja, habe ich letzte Runde ja auch schon. Deswegen. Ja, das hätte ich auch machen sollen, weil es mich einfach eine coole und dann, haben wir jetzt uns hier für 2 Karten entschieden. Und da ich jetzt keine Willpower habe, bekomme ich eine Willpower aus dem Vorrat. Dann wird das hier wieder umgedreht, kommt wieder an diese Position. Und so sieht es jetzt gerade aus an dieser Stelle. Ja, ich habe kurz drüber nachgedacht. Pete hat mal. Also ich habe jetzt die Option. Ich stehe da, wo ich halt 4 Essenz ziehen kann. Das heißt, ich könnte schon wieder eine Wertung auslösen. Die Frage ist, ob ich beides schaffe. Die normale schaffe ich halt nicht. Die normale ist verteilt zu sein. Ja, da bist du halt ein weiter. Ja.
soll ich sagen? Würde ich jetzt gar nicht so uncool finden. Würdest du nicht so uncool finden? Ich schon, weil es ja noch um Punkte geht. Ja, okay. Habe ich gehört. Aber ich würde dann noch so einen Punkt kriegen und einen Willpower-Token. Aber dann wäre das Spiel auch gleich vorbei. Ja, wir haben es insofern auch ein bisschen ja eingekürzt. Ich weiß gar nicht, ob Piet es vorhin erzählt hat, aber normalerweise spielt man mit allen Karten. Wir haben jetzt mal drei weggelegt. Und im Basisspiel sind auch zwei weniger drin. Ja, also das heißt, man spielt dann auch nur 7 anstatt 9. Deswegen seht ihr schon, wie diese 2 Stunden zusammenkommen können. Genau, wir wollten das mal so ein bisschen eindampfen, weil ja wirklich, wirklich viele Sachen ineinander greifen und mir gefühlt zwischen Kamera umschalten, nachdenken, schon der Schädel platzt. Aber wenn man sich darauf in Ruhe einlässt, das heißt, reden kann er einfach so wie atmen. Ja, er merkt es. Ja. So ist er, der Alex. So ist er. Ich muss irgendwas ziehen. Du musst was ziehen. Zieh doch mal dran, Piet. Wo ist denn die Leine, die ich brauche? Bewegen kostet mich ja nichts. Ein Feld. Bewegen kostet dich nichts, denn du hast mir das geklaut. Ja. Ich habe das mitgenommen, weil ich ja so... Habe ich fürs Bewegen Willpower bezahlt? Weiß ich gar nicht mehr. Ich denke, aber wenn, dann habe ich ja auch wieder einen zurückbekommen. Also insofern. Du hast einen zurückbekommen? Naja, weil ich keinen Willpower am Ende hatte, hätte ich denn noch einen gehabt, dann wäre es das Gleiche gewesen. Achso, weil du hattest noch einen und hast keinen bekommen. Ach, du hattest einen bekommen? Ich hatte keine, habe einen bekommen, aber hätte ich... Dann hättest du die Aktion gar nicht machen können. Haha, ich hätte dann vielleicht sogar gewonnen. Nein, das wäre es nicht gewesen. Das ist was anderes. Meine Überlegung war ja, ob ich aus Versehen einen mehr ausgegeben habe, als ich hätte müssen. Ich will dich auch gar nicht weiter verwirren. Ja, ich merke schon. ein bisschen vielleicht. Das mit der Triade ist ja so eine Sache. Also... Ich müsste das aktualisieren. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich lege jetzt also diese Karte erstmal ab. Als erste Aktion darf ich das ja. Die geht unter den Stapel. Kriege dafür... Bitte so ein alter Nachmacher. ...das Ding. Und lege das mal hier hin, damit ich zwei legen kann. Wieso bin ich ein Nachmacher? Ja, weil genau sowas habe ich auch gemacht. Bloß ich hätte diese 2 Bewegungen nicht gebraucht. Du nicht? Und du wahrscheinlich auch nicht. Ich vielleicht schon. Ich vielleicht schon, sagt er. Vielleicht schon. Wo willst du denn hinrennen eigentlich? Meine Aktion, die ich jetzt mache, muss ich jetzt noch drüber nachdenken. Ach so. Na dann. Darf ich nicht? Doch, darfst du. Du darfst. Ich überlege gerade, wie ich da hinkomme, wo ich hin muss. Wo willst du denn hin, Piet? Zeig uns doch schon mal, wo du hin willst. Hierhin, dahin. Nee. Nirgendwohin. Nirgendwohin. Nirgendwohin, Mr. Powers. Du kannst doch eigentlich fliegen. Es gibt 2 Dinge, die ich jetzt überlege, ob ich das jetzt einfach mache oder nicht. Weiß ich nicht. Aber man soll ja einfach spielen. Ja, wir spielen jetzt wirklich noch mehr aus dem Bauch raus als sonst immer. Oder ebenfalls dann vielleicht wird er noch für Piet. Länger dauern. Für Piets Verhältnisse ist er schon recht schnell unterwegs. du Schuft, du die Letter. Das wäre es ja. 1, 2, 3. Vielleicht funktioniert das ja sogar. Da brauche ich 2 Willpower. Nee, es funktioniert leider nicht. Das ist ja sehr schade. Aber ich gebe mal einen aus und bewege mich mal. 1, 2. Genau, Piet musste jetzt nur einen ausgeben. Ne? Eigentlich 2, aber er hat ja seinen... Bewegungs... Ist in dem Fall günstiger für mich. Tennis musste upgraded. Wunderbar. Was machst du denn da schönes, Piet, eigentlich? Das zweite, was ich mache, ist, ich ziehe mir Energie aus der Mitte. Okay. Ziehe also 3, weil mir die nicht gehört. Du kriegst plus... Ah nee, warum kriegst du 3? Weil mir der hier gehört. Ach, da drüben, alles klar. Kriege dadurch ein Upgrade-Token und aktualisiere dadurch. Ich drehe schon mal weiter hier. Das wäre ja schlau gewesen, Piet. Wenn du das vorher gemacht hättest. Ich aktualisiere hier meine Bewegung auf 4.
auf alle 4 Punkte. Dadurch habe ich diese Sache voll und habe hier dieses Ding erreicht. Das heißt, du bekommst da hinten einen Punkt. Das heißt, ich kriege einen Punkt, weil der Punkt auf so einem Feld landet, wo ich einen Willpower kriege. Genau, das werdet ihr überhaupt nicht sehen. Aber auf diesen Punkten hier bei 2, 4, 6 und 9 und 12 und 16 passieren nochmal extra Boni. Ja, werden nochmal Boni ausgeschüttet. In dem Fall kriegt Pete einen Willpower. Damit ist das schon mal umgedreht und dann mal als ein, das ist die erste Aktion mal bewegen. Was habe ich gemacht? Zweite Aktion ist, ich werde jetzt eine Emotion von dir angreifen. Und jetzt ist es wichtig, ihr seht hier immer ein Symbol. Ja, das stimmt, ja. Ja, und das Symbol muss mit dem, muss dem gegenüberliegenden Symbol der gegenüberliegenden Fraktion bereitstehen. Und ich habe mir hier so eine kleine Hilfe gemacht, weil ich das sonst nicht sehe. Lass die doch da liegen. Ich schiebe das hier, weil man das, weil man das im Detail besser sieht da hinten. Okay. Ihr seht es jetzt hier hinten. Und zwar, wenn die Karte gelb ist, brauche ich eine gelbe. Wenn sie rot ist, brauche ich eine rote. Wenn sie grün ist, brauche ich eine grüne. Wenn sie blau ist, brauche ich eine blaue. Es kann also nur in dem Fall, da die hier grün ist, kann ich nur eine grüne Karte angreifen oder eine, die keine Farbe hat. Eine von meinen Anfangsemotionen. Eine von deinen Anfangsemotionen hat meine aber keine. Brightness. Ja, ihr seht hier oben nämlich ist keine Sache und die greife ich dann damit an. Die greifst du an. Weil man musste die jetzt zeigen. Man verliert die Karte dadurch nicht. Das heißt, ich muss eine Karte zeigen, muss eine Aktion ausgeben. Das habe ich gemacht. Und muss jetzt zwei Teile mal zwei Willpower ausgeben und muss hier so ein Ding umdrehen. Das mache ich und kann die dann mit einem, mit einer Energie entfernen. Ja, die geht zurück, wenn eine Emotion keine Energie mehr hat. Hier ausliegt, verschwindet sie vom Brett. Ein Energieteil rausnehmen, seht ihr hier auf meinem Brett, ist auch eine Sache. Das ist also das zweite, was ich habe. Ich kriege also zwei Punkte auf der Leiste. Darf dadurch eine Karte ziehen. Oh, der einsame Käfer. Und das war die zweite Aktion, korrekt? Mhm. Und jetzt hätte ich gerne eine Wertung. Ja. Hätten wir das nicht alle gerne? Pete, so was ein bisschen, denn? Bin ich ein kleiner Arsch, meinst du? Kleiner Arsch, ja. Dadurch ist die neutral geworden. Übrigens. Und, aber was ich tue, das ist eigentlich eine super Idee. Mit meiner letzten Aktion, die ich habe, gebe ich hier nochmal zwei Willensstärke aus auf meinem Tableau, seht ihr das ja? Ich lege es nochmal hin. Ich nehme also die dritte Aktion ist, ich werde eine meiner Karten ausspielen. Das heißt also, ich gebe zwei Willenskraft ab und kann jetzt eine der beiden Karten ausspielen. Das ist eigentlich egal. Vielleicht spiele ich die doch nicht aus. Würde dadurch was kriegen? Nee, ich spiele die nicht aus, weil, obwohl es egal ist. Wenn man wieder Dinge machen überlegt, wie ziehe ich Karten, wie kriege ich Dinge? Vielleicht ziehe ich auch einfach Karten. Kann ich Karten ziehen? Nee, kann ich nicht. Ich würde auf jeden Fall eine Karte gerne reinlegen, wenn ich so drüber nachdenke. Doch, ich könnte Karten ziehen. Eine Karte ziehen kostet mich ein Willpower. Das macht keinen Sinn. Ich mache das jetzt einfach. Ich gebe die beiden aus, spiele diese Karte. Die sagt, sobald sie mit einer anderen Karte zusammen in einer Triade liegen würde, würde sie plus 1 kriegen, hat sie aber nicht. Ich gebe also hier den Willpower aus. Ich lege die einfach hin. Dadurch dreht sich hier dieser Wert um übrigens. Vorher war er weg, jetzt ist er halt 1 plus 1 und 2 gegen 1. Keine Sonderfähigkeiten. Bin dadurch fertig. Ziehe zwei Karten oder darf so ein Ding umdrehen. Ich ziehe zwei Karten, wenn ich es besser finde. Kriege dann einen Willpower zurück, weil ich keinen habe. Habe hierdurch auch den bekommen. Bin fertig. Du bist fertig, Pete. So sieht es jetzt also aus. Wenn ich hier hingehe, Pete. Ja. Hier, also hier hingehe. Ja.
dann kann ich ja hier eine Karte hinspielen. Richtig. Wenn ich da eine Karte hinspiele, dann geht dieser Boni da hinten verloren, oder? Sehe ich das richtig? Sobald die einen hat, ja. Sobald die einen hat, ja. Korrekt. Dann ihr seht, das ist immer so ein Hin und Her und wo kann ich was beeinflussen, damit mir das dann am Ende gehört. Wie regle ich das, damit ich dann bei der Wertung die Oberhand habe? So ein bisschen wie im Go oder im Schach, am Ende gewinnt halt der, der ein bisschen besser taktiert hat. Und wenn man zu zweit spielt, muss man da natürlich auch ein bisschen mehr mit reden. Was kam ich, welche Karten stehen mir zur Verfügung, was könnte ich machen? Und je nachdem, wie kompliziert man das mag, kann man natürlich dann die Zusätze einfach reinpacken. Und die Karte hier kann ich ja nur von da angreifen. Ja, ne? Genau. Oder eigentlich? Tja. Warum schade eigentlich? Sag ich dir. Achso. Einfach so, sag ich dir. Was du nicht alles so sagst. Ach ja, ich werde jetzt erstmal diese Aktion hier oben benutzen, ja, das Valley, der Valley of Motives, und zwar gebe ich eine Willpower ab und dafür bekomme ich 4 Willpower. Also 3. Kriegst du also netto 3 dazu? 3 dazu, genau. Die habe ich hier mal auf meinem Board schon platziert. Dann bewege ich mich, erste Aktion, einen for free, ne? Weil ich muss ja hier, habe ich ja ausgebaut. Ja. Muss ich nicht bezahlen. Du ahnst Schlimmes. Ja, gar nicht Schlimmes. Und dann werde ich jetzt auch mal die Aktion, die Pete eben ausgeführt hat, eine Karte schrumpfen lassen, könnte man sagen. Dafür bezahle ich auch 2 Willpower, drehe diesen Bliss-Marker hier um, ja, und darf dann eine Essenz entfernen. Auch wieder hier wären die Karten wichtig gewesen. Das hat auch kein passendes Symbol. Das ist eine Anfangssache gewesen. Ja. Ach, sagt der Pete. Das heißt, natürlich, das hier verändert sich in meinen Bereich um. Und das hier geht auch in meinen Bereich. Das war meine erste Aktion. Nee, Entschuldigung, das war meine zweite Aktion. Erste Aktion war ja die Willpower bekommen. Und dann könnte ich da jetzt auch noch eine Karte reinlegen. Ich muss mal gucken, es gibt hier nämlich auch so eine Übersicht. Ihr seht hier schon, wir haben hier Kindness. Und da gibt es eine Übersicht, die hat auch der Bliss-Spieler. Jede Karte wird da erklärt, was die Spezialfähigkeit sind, und zwar Kindness. When you use your absorb ability, check Kindness triad. If your spirit is adjacent to any slot in that triad, your absorb ability gives you additional BP from the general supply of kindness is a giver. Da brauche ich also, habe ich das jetzt richtig verstanden? If your spirit is adjacent. Ah ja, der wäre ja. Das spiele ich jetzt mal aus. Also hier Kindness. Ich mache also meine Invoke-Aktion. Die letzten beiden Willpower gebe ich aus. Die Kindness-Karte kommt jetzt hier hin. Ja. Okay. Und dann, das war meine dritte Aktion. Ja. Dann werde ich jetzt hier absorben, also was rausnehmen aus dem Kelch. Und das heißt, für mich sind es 3 Willpower plus 1, nämlich von diesem Bereich, und mehr ist es nicht. Und dann, weil ich hier nebenstehe, kriege ich noch einen. Das heißt, ich habe auch 4. Ja, dann kriegst du einen Punkt. Oh, und jetzt fällt mir ein, was ich vergessen habe. Egal. Ich hätte am Anfang gerne noch eine Karte abgeworfen. Karte abwerfen? Ja, bevor ich meine... Ach so, ja, mach doch. Also ganz am Anfang, hier habe ich nämlich so eine Karte abgeworfen, um so ein Token zu kriegen. Da wollte ich nämlich meine Move-Aktion ausbauen. Einfach nur, damit ich 4 ausgebaut habe. Das heißt, ich habe
da einen Punkt für bekommen. Jetzt habe ich 4 aus der Schale genommen, bekomme quasi nochmal 1, 2 extra Punkte. Und dann, weil ich über diesen Bild. Dann will ich mal nicht so sein. Dann will er mal nicht so sein. Ich tippe ihm mal den Punkt, weil er in der letzten Runde eine Karte von mir entfernt hat. Ah, auch noch. Perfekt. Also alles richtig gemacht. Ist das nicht sogar, denn war das nicht sogar der dritte? Nee, das war letzte Runde, hast du die Karte entfernt. Ach, letzte Runde, ah, haben wir es vergessen schon. Ja, ja. Ja. Das kommt mir jetzt so will vor. Er gleich noch einen Punkt jetzt haben. Jetzt, jetzt werde ich greedy, auf jeden Fall. Auf jeden das Fall. Ist aber nicht, greedy ist bei mir mit greedy drin. Greedy ist bei dir, stimmt. Ich bin so harmonisch gewesen. Okay, dann stehe ich da. Das hat sich hier noch nicht gedreht, das dreht sich jetzt. Ein bisschen schade, dass ich keine Wertung auslösen konnte. Ach, und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, hier kommt eine Willpower rauf. Und hätte ich hier noch so einen Teil umdrehen können, ja, so eins von meinen großen Bliss-Tokens, dann wäre eine zweite Essenz aus dem Supply, aus dem Vorrat auf die Karte gekommen. Leider nicht. Habe ich leider, hat leider nicht funktioniert. Hat leider nicht funktioniert. Dann gebe ich mir hier unten mal so ein Token. Ja? Kann man ja vielleicht mal gebrauchen, wie man so sieht. Und da ich, oh, ich wollte schon sagen, da ich keine Willpower habe, nein, ich habe natürlich 4 Willpower hier liegen, gibt es keine extra. Das sollte es erstmal von meiner Warte aus gewesen sein, Pete. So ist er. Ah, ich glaube, ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Du hast da genug Punkte gemacht gerade, oder? Es gab ein paar Points. Ich gucke mir hier noch mal. Gab ein paar Points, sagt er. Können wir nicht jetzt einfach werten, ohne dass du irgendwas zerstörst? Das hättest du ja selber machen müssen. Nee, das habe ich leider nicht hingekriegt. Ja, und ich werde jetzt wieder nicht werten, weil das ja einfach keinen Sinn macht. Sagt der Pete, ne? Es geht ja immer noch darum, wer hat am meisten Karten verteilt, ne? Aber vielleicht werde ich doch werten. Weil dann ja mein Turm hier mit in die Mitte zieht und mir dann wieder Punkte gibt. Das stimmt allerdings. Am Ende ist nämlich jedes Teil, was hier in der Mitte wert ist, jedes große Teil gibt 5 Endsiegpunkte, jedes kleine 3. Und dann gibt es sogar noch so eine Spitze hier. Blub. Diese Spitze wäre sogar 4 Punkte nochmal wert. Aber ja. Ich krieg eine Essenz. Aber ja. Und wir wissen natürlich nicht, was Pete hier für seine super Aspiration-Karte da oder was hat, ne? Diese mit dem Lock-Symbol, die jetzt auf dem Kopf liegt. Das könnte ja sein, dass er dieses Ziel eventuell erreicht. Das wissen wir natürlich nicht. Soll ich vielleicht nochmal nachgucken heute? Der Pete guckt nochmal mit euch nach, was er da eigentlich hat. Du wolltest doch nur sehen, was ich habe. Nein, gar nicht. Natürlich. Ich zeige euch nochmal, was wir hier haben. Ja. Aha. Das hast du also. Das habe ich also. Mhm. Der Piet geschmult gerade. Nee, habe ich nicht. Aber ich komme auch nicht, also ich kann auch, ich habe ja hier keinen so einen Token über, ich kann also keine Essenzen entfernen. Was soll ich sagen, Piet? Du hast keine Karten gezogen, ne? Ich habe keine Karten gezogen, ich habe mir so ein Ding gegeben. So ein Ding gegeben. Das ist so ein Ding. Dingelingeling. Dingelingeling. Das hätte ich mal gebrauchen können, ne? Man kriegt den aber auch nirgendwo, ne? Außer dass man den hier bezahlen kann. Richtig? Ich sehe keine keine Möglichkeit auf dem Brett, dass das geht. Hier kann man höchstens Karten ziehen. Das ist ja doof. Das ist eine gute Frage, ich glaube. Und die kann ihn nicht. Nee, nicht wegpacken. Ja, du hast also nur in der Schale da, ne? Wenn du da einen Willpower für bezahlst. Ja. Alles gut. Vielleicht gibt es auch noch Karten, die sowas können, das weiß ich jetzt nicht genau. Ja. Die große Frage. Und wir hatten ja schon ein bisschen angedeutet, es gibt noch mehrere Module. Also man kann hier Spezialfähigkeiten der einzelnen Charaktere verwenden. Man kann, jetzt nicht um. Man kann dieses Kartendeck der Emotionen auch auf seinen Charakter hin zusammenstellen. Das ist auch eine Variation von Karten, die man da auswählen kann. Man kann sich selber Kartendecks oder so ein Deck zusammenbauen, wenn man das jetzt irgendwie schon öfter mal gespielt hat und da irgendwie ein Fable für die ein oder andere Karte entwickelt hat. Da kann man also sein eigenes Deck auch bauen.
Wie gesagt, dann gibt es ja auch noch diese Erweiterung mit 3 bis 6 Spieler, da kommen auch noch ein, zwei Sachen hinzu. Also es ist relativ modular noch aufbohrbar. Aufbohrbar. Aber es ist jetzt schon relativ aufbohrbar. Jetzt relativ viel, was wir hier so im Überblick haben müssen. Während ich überlege gerade, ob das sinnvoll ist, weil du würdest auf jeden Fall den schaffen. Ich weiß nicht, was du als Fähigkeit hast, ob du 2 kriegst oder 1. Du meinst, wenn du jetzt wertest? Obwohl, wenn ich werte und du 2 kriegst, werde ich gewonnen haben, weil ich dann ja das Spiel beenden könnte. Ob mein Teil in die Mitte wandert. Und wenn ich es auch schaffe, dann kriege ich 2 sind... Weißt du was? Ich gucke einfach mal, ob das Spiel beendet ist. Okay. vielleicht mache ich vorher noch was, aber... Mach mal nix, mach mal einfach gleich. Ja, weil, Mach mal nix, ey. Wenn ich nämlich nix mache, 1, 2. Achso, du hast hier auch 3. Du meinst auch hier? Ja, ich besitze gerade 3. Aber Pete spielt ja darauf an, dass er so eine Karte da eventuell entfernen kann. Wenn es keine Karte mehr gibt, ist neben ist der Tatsache, vorbei, dass es hier keine Elemente mehr gibt oder da keine Karte. Genau, wenn man kein Element mehr hat, was man in die Mitte platzieren kann, dann platziert man die Spitze und dann ist das Spiel auch vorbei. Meine Grundidee war jetzt, ich laufe jetzt hier rüber, entferne die Karte, versuche dann zu werten. Was ich dann auch nicht schaffe. Aber du, ich schaue mir das jetzt einfach an, ich werte einfach mal, ich gucke mal, was das ist. Ich ziehe einfach mal die Energie raus, ich ziehe 2 Energie plus 1 sind 3. Ja, das sind die 3, die da liegen. Damit habe ich den benutzt, kriege dadurch einen so einen Willpower dazu, also 2. Dann dreht sich das hier, wird erstmal jetzt gekocht eigentlich. Ja. Das dreht sich ja sowieso weiter. Das dreht sich weiter, es wird auf 7 aufgefüllt, das ist wahrscheinlich jetzt unrelevant. Und dann wird gewertet, sage ich jetzt einfach mal, und zwar wir werten, wer die meisten Triaden hat, das bist du. Die meisten Triaden, ich habe hier nicht. In der bin ich 1, hier bin ich 2, hier 3, 4. In 4 Triaden bin ich. Hast du dein geheimes Ziel erreicht? Oh, mein geheimes Ziel war, wer mehr Essenzen auf dem Brett hat. Ne? Da können wir jetzt auch noch mal kurz nachzählen. Wir haben 1, 2, 3, 4 Essenzen zum 1, 2, 3, 4. Hast du also nicht geschafft? Habe ich leider nicht geschafft. Da kann ich also keins entfernen. Verdammt! Ja. Meins ist dementsprechend die längste Kette. Die habe ich geschafft. Kriege dadurch einen so einen kleinen wieder hier in die Mitte gebaut. Du auch, weil du das Ziel erreicht hast. Weil ich mein Ziel erreicht habe. Nee, deins nicht. Stimmt, weil ich das Hauptziel erreicht habe. Genau, und wir haben vergessen, weil der ja hier wäre, der wandert mit in die Mitte. Ja. Damit ist der hier weg. Damit ist das hier weg, glaube ich. Ja, das stimmt. Alles geht kaputt. Aber du hast auf jeden Fall deutlich mehr Punkte in der Mitte. Punkte genau. In der Mitte schon. Und das darf jetzt keiner entfernen, diese Karte da hinten. Nee, leider nicht. Hat das nicht funktioniert. Ich habe auch noch keine Aktion gemacht. Du hast auch keine Aktion gemacht. Du bist da immer noch am Start. Das heißt, wir haben ja auch neue Geheimziele. Ja, gucken wir uns mal kurz Pizza an und dann schauen wir noch mal hier an. Aha, super. Was ich eigentlich... Ach ja, wenn die Rauchschwaden aussteigen. Kriegen. Findest du? Weiß ich nicht, also so bei mir schon. Bei dir schon. Also man muss Länder kontrollieren, habe ich gehört. Die erste Aktion, die ich halt mache oder auch nicht mache, erwartet. Ne? Da bin ich aktuell 1, 2, 3, auch im 3 gegen 1 da hinten. So, das heißt, ich werde meine Bitternis hier entfernen. Deine Bitternis. Da die keinen Bonus mehr kriegt, ich bin ja noch ein Idiot, hätte ich ausspielen sollen, bevor das Ding da ist. Obwohl, man könnte es halt vielleicht da drüben. Wirfst du die ab jetzt? Ich wirf die jetzt ab, um eine Fähigkeit zu erhöhen. Ja. Und erhöhe dadurch, kriege ich so einen gelben Token, so einen Bitternis-Token. Den muss ich ja. Vogelschädel. Vogelschädel, den muss ich halt irgendwo hinpacken. Und ich sag mal, dass das hier günstiger wird, glaube ich. Der Vogelschädel sagt mir, das wird günstiger.
Oder das wird günstiger? Nee. Ah, das ist natürlich eine Möglichkeit. Das wird günstiger. Oder wie heißt das? Das wird günstiger. So ein bisschen wie Hütchen spielen. Ja, ist wieder, wo ist das? Wo drin, bleibt er liegen? Nee, das wird günstiger. Erzähl mal jetzt final, was ist günstiger geworden? Das ist günstiger geworden. So was denn? Was ist günstiger geworden? Emotionspunkte entfernen von Karten. Aha, super. Was du aber gerade eh nicht machen kannst, weil du keinen von diesen Blumentoken da oben hast. Habe ich nicht. Noch nicht. Aha. Bald, mein Freund, bald werde ich bestimmt einen haben. Und habe dann meine erste Aktion. Was mache ich? Das Erste, was ich mache, das hatte ich nämlich als erstes überlegt, war intensivieren. Und zwar... Ach, das kann man ja gar nicht verbessern. Oder? Wo ist das? Da hinten ist es. Oh, ist teuer für mich. Das ist teuer? Das kostet mich 3. Ich benutze... Oh, das ist wirklich teuer. Aber das hilft mir mehr im Moment. Ich benutze das hier drüben und zahle dementsprechend 1 für die Grundkosten und 2 für das Upgrade und kann damit... Ach nee, ist ja Karten ziehen. Karten ziehen. Nee, ich will... wo ist denn... Willst du was eintauchen? Ja, hier finde ich, da ist es. Ich zahle 1 und 2, damit ich halt mehr Teile irgendwo raufpacke. Ich habe 2 Emotionen und packe hier 2 rauf. Und habe dadurch jetzt hier 2. Ja, das zählt der untere Wert immer, der unter den Token liegt. Dadurch ist das meins geworden und dadurch wird das hier auch meins. Das war meine erste Aktion. Ich habe dafür 3 ausgegeben und ein bisschen Willpower. Und für meinen zweiten Zaubertrick. Mein zweiter Zaubertrick sagt. Mein zweiter Zaubertrick. Naja, schau mal. Schauen wir, dass wir irgendwo hinkommen. Mein zweiter Zaubertrick sagt. Überlege, wie ich irgendwie überhaupt noch gewinnen kann. Das weiß ich nicht. Ich weiß es. Schade. Also ich weiß auf jeden Fall, wie du richtig viele Punkte kriegst. Und du kannst das Spiel sogar beenden. Ja, ich könnte es beenden. Und mir fällt gerade auf, ich kann es nicht verhindern. die zweite Aktion, die ich mache, ist, ich nehme mir 4 Willpower. Also ich zahle 1 und kriege 4, weil es günstiger ist, zahle ich keinen. Also das war aber eine Aktion, ne? Ja, das ist nämlich bei der zweiten. Und meine dritte Aktion. Entschuldigung, ich habe eine Emotion voll gemacht. Ja. Darf man nicht vergessen. Hier, wenn man eine Emotion komplett mit Willpower füllt, dann kriege ich auch noch einen Punkt. Aha. Und jetzt wird's interessant. Ich wandle meinen Willpower um in Emotionen. Und zwar. In Essenzen. In Essenzen, ja. Entschuldige. Alles gut. Ich gebe die 5 aus und kriege 5 Sonne. Uiuiui, was denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Da kann man sie noch so Punkte bringen. Außerdem war da die dritte Aktion, dann ziehe ich 2. Wie, wann bringt es Punkte, Piet? Na, wenn ich das Ding hier... Wenn du die aufs Board bringst. Ja, naja, dafür brauche ich sie ja erstmal auf meinem Board. Ja, je nachdem. Dann drehe ich hier mal so ein Ding um. Ja, dann außerdem habe ich überlegt, wenn ich nur einen umwandle, ist total albern. Und jetzt kriege ich einen wieder, jetzt habe ich jetzt wieder einen und bin dann fertig. Ah, Piet. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob du beendest oder nicht, weil... Die Option besteht ja, das hier ist nicht voll. Hm. Die gehört beides. Ja. Das heißt, wenn du hier ziehst, geht der auch in die Mitte. Ja, aber ich meine, ich habe dann erstmal nur. Du hast die auf jeden Fall erfüllt, weil du 3 hast und ich 2. Dann kriege ich 1 oder 2, je nachdem meine Karte ist. Ne?
Also du musst deine erfüllt haben. Ich weiß nicht, was du hast, aber wenn du deine erfüllt hast, ist das unentschieden, glaube ich. Dann gewinne ich, weil ich einen Punkt mehr habe. Weil du da einen Punkt mehr hast, ja. Nee, den kriegst du ja auch, weil du ja 4 Stück aus der Mitte ziehst. Tja. Und du kannst, nur mal theoretisch, wenn du die Karte wegwirfst, um deine Fähigkeit abzugraden, das hier sowieso machst, kriegst du noch ein Upgrade. Wenn du dann Invoke voll kriegst, kriegst du da noch ein paar mehr Punkte. Du könntest dann noch eine extra Aktion machen und. Ihr seht, unendliche Möglichkeiten hat. Ich probier mal was. Ich mach mal als erste, also bevor meine Aktion, ich werfe das hier mal wirklich ab, ja. Bekomme hier noch so einen Marker. Ne, einen roten. Jetzt auf einmal. Ach so. Ja, nee, bei einer Karte du kriegst du den in der Karte. Entschuldigung, ja, hast dir recht. Ist der Schummelpiet hier. Hast dir recht. Und zwar, ach so, meinst du, wenn man das noch voll macht, dann bekommt man das vielleicht noch, ja. Ich mach das hier mal. Dass mich das eins weniger kostet, das werde ich eh nicht verwenden, weil ich habe ja gerade keine Karte. Dann werde ich aber mal für eine Willpower meine erste Aktion gehen, ne? Und ich kann 2 Schritte gehen, weil mich das ja weniger kostet, und werde dann mal 1, 2 hier hingehen. Überraschung. Und dann möchte ich gerne... Ah nein, Entschuldigung. Ich will nicht das machen. Ich will das machen hier. So war doch mein Plan. Mal gucken. Dann wird er nicht in die Mitte gezogen, ne? Ah, die große werden nicht in die Mitte gezogen? Nee, die du in dieser Runde baust, werden nicht in die Mitte gezogen. Ah, okay. Schade. Dann, verdammt. Ist alles gut? Nee, leider Warum? Nicht. Leider nicht, Pete. Leider ist nicht alles gut. Ich weiß nicht, was du hast, aber ist doch alles gut. Nee, ist leider doch nicht alles gut. Du hast 2 Punkte mehr als ich. Nee, ich habe nicht 2 Punkte mehr als du. Doch, dadurch, du, wenn du jetzt die 4 ziehst... Ja, weil ich habe nicht mein Ziel hier. Ach so. Das ist natürlich schlecht, dann solltest du es nicht machen. Und ich dachte, wenn ich das da irgendwie aufbaue... Also wenn du... Dann... Aber wenn es da jetzt nicht reingezogen wird... Wenn du das aufbaust, wird es nicht reingezogen. Ja, ne? Nee, dann ist es nicht so geil. Mann, ey. Und vielleicht dreh ich dir dann einfach und zieh leer, weil ich dann wenigstens Punkte kriege. Wie noch irgendwelche anderen? Ich zieh da jetzt einfach mal 4 Dinger raus. Wenn ich jetzt die 4 Dinger hier rausziehe, ja, bekomme ich ja erstmal einen Punkt. Guck ich gleich nochmal in die Anleitung, was zuerst passiert. Dann kriege ich einen Punkt. Dann kriege ich so einen Teil, ja, das setze ich mir hier drauf. Und dann gehen wir hier oben nochmal hin, dann kriege ich noch 1, 2. Das heißt, ich darf hier nochmal einen umdrehen, weil ich nämlich über die 6-Punkte-Leiste gekommen bin. Dann hat Pete gesagt, dann wird es hier eingesaugt gleich. Ich guck mal, was zuerst passiert. Pete guckt mal nach, was zuerst passiert. Da. Müsste ja eigentlich unter Scoring stehen. Ich kann ja trotzdem der Form halber schon mal. Das wird überwacht. 6, 7. Achso, der Fortress wird immer als letztes. Also wenn erst noch die neuen Hidden Aspirations gezogen, dann gehen die Fortresses in die Mitte und dann okay, die 7 okay, 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 okay. Also falls du den werten müsstest, wäre das möglich. Gut, also wir gucken jetzt mal an. Die Sachen werden gewertet. Ich habe die Mehrheit. Ich habe die Mehrheit. Hast du dein geheimes Ding hast du nicht geschafft? Was nee, war mein das? Geheimes Ding habe ich nicht geschafft. Mein geheimes Ding war wieder... Die Reihe. Ja, ja, aber das wären ja nur 3 gewesen. Du hast ja, du hättest ja aber vorher... Hatte ich nicht. Ich hatte zu wenig Karten. Oder ja, aber du kannst ja hier, hättest ja mit einem Willpower, hättest du jetzt die Karte oder die Karte hier rüberziehen können. Du kannst ja eine deiner Emotionen zu dir ziehen ja. Mit dem Ding. Aber das wären dann auch nur 3 gewesen.
Stimmt. Leider. Ja, hast ja gut, man hätte, vielleicht hätte man da noch irgendwas anderes finden können. Rüberziehen statt die Karte abwerfen. Ja, ja. Möglich, möglich. Das heißt, hast du dein Hidden Ziel erreicht? Mein Hidden Ziel ist, ich habe mehr Pöppel auf dem Brett wie du. Oh, und das hast du ja. Das habe ich natürlich. Das heißt, also einer geht in die Mitte. Verdammte Axt, damit hast du ja auf jeden Fall gewonnen. Dann wird dir der jetzt hier reingesorgt. Da hat das fiese. Der wird reingeworbt. Und dann ist das Spiel ist jetzt auch schon vorbei. Ne? Ich habe an all meine Aktionen gar nicht weiter ausgeführt. Jetzt würde man halt weiterspielen, da es keine mehr gibt, wäre das Spiel sofort vorbei. Pete, bist du cleverer von mir? Weiß ich nicht. Weniger, glaube ich. Aber hättest du das anders schaffen können? Ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Vielleicht. Aber wir gehen trotzdem da kommt wieder der negative Einfluss. Ja. Wir gehen trotzdem noch mal kurz hier in die Wertung rein. Also Pete hat einen großen und der große, das seht ihr jetzt nicht so, das erzählen wir euch jetzt noch mal. Der große ist 5 Endsiegpunkte wert. Ja, das ist auf dem Brett, das ist hier oben angegeben. Ja. Ne? Also Pete hat hier für 5 Punkte noch mal zusätzlich bekommen und dann 1, 2, 3 mal 3 sind 9. Du kriegst also 14 Punkte zusätzlich auf deinem Tracker da oben. Du bist jetzt gerade bei 5, du bist also bei 19. 19. Und ich bekomme 3 mal 3 sind 9. 9 plus meine 7 Punkte, die da sind, bin ich dann also auf der 16. Also nur noch 3 Punkte. Schade. Ja, knappe Kiste, sag ich mal. Ach, aber wäre doch so gewesen. Schade, schade. Da will jemand Kaffee trinken, ich merke doch. Nee, eigentlich nicht. Also es wäre vielleicht doch noch die Möglichkeit gewesen, eine rüberzuziehen und die Karte nicht abzuwerfen. Das hat mir jetzt, glaube ich, hat die mir 1 oder 2 Punkte gemacht. Ah, ja. Ach so, dich dahin bewegen. Ja. Wer weiß. Ist schön, ich tauche jetzt hier nochmal ab. Aber ich wollte trotzdem nochmal, weil du das ja schon angesprochen hast. Bist du in Miniatur? Will die euch ja trotzdem nochmal hier kurz zeigen. Miniaturen. Ich gehe hier nochmal kurz in mein Detail. Ja. Das sind hier die Miniaturen und wie gesagt, da auch dann noch die andere Fraktion hier, diese rosafarbenen. Ja, und wer keine Miniaturen braucht, ist mit dem Basisspiel super bedient. Ja. Komm ich da ran? Aber mal komm die Miniaturen, ich da ran? Woran willst du dann rankommen? Also schwupps, das Haus im Bild. Hast du die schon, oder liegen die hier? Eigentlich? Was denn? Die Pappmarker, die ist ja eigentlich im... Ich hab die nicht... Wie hattest du in der Kiste? Ich weiß es nicht. Ich sehe sie gar nicht. Aber das Böse hat in dem Fall diese Entität besiegt. Herrlich. Herrlich? Für sie immer noch hervorragend. Hervorragend. Genau, hier zeige ich euch mal. Das sind nämlich die sehr schönen illustrierten Pub-Standys. Ja, das war hier Pete. Und wo bin ich denn hier eigentlich? Ich bin hier hinten, die Harmonie. Ihr seht schon, die kann man dann gleich verwenden, um die Miniaturen zu bemalen, wenn man möchte. So, ja. Und es gibt halt jede Menge weiteren Goodie-Zeug, was noch mit drin ist in der Basisstelle. Und zwar diese großen Emotionen, seht ihr an der großen Karte, wo man dann hier die Emotionen mit höherwertigen noch aufwerten kann. Die kann man upgraden. Die kann man upgraden. Ich zeige dir nochmal kurz. Man sieht also, die gehen dann auch bis 4. Haben auch immer eine Spezialfähigkeit, wenn sie reinkommen. Und sie werden auch immer, wird immer dargestellt. Das ist auch immer ganz gut. Das Deck sollte alphabetisch sein, weil man sieht hier an den Karten immer, wohin man sie upgraden kann. Was auch sehr hübsch ist, und ich drehe es jetzt einfach mal um. Dreh es mal um, Pete. So. Ist, man sieht hier dann auf einmal, die Fähigkeit bleibt zwar gleich, die Sachen bleiben gleich, aber meine Movement-Aktion ist hier nochmal verbessert. Das heißt also, der Wert wäre noch viel, viel besser. Ja, ich bewege mich also nicht ein, sondern 3. Habe dafür aber auch keine Vergünstigung mehr. Ja, und kann dann aber meine Bewegung so weit aktualisieren und habe hier auch komplett andere Fähigkeiten. Und da ist jede Menge Spielraum nach oben der Komplexität geboten. Und ich sag mal so, in den ersten, es ist jetzt unser drittes Spiel, je nachdem wie man fragt. Und man denkt immer noch nach. Und ich denke so nach 3, 4 kann man so langsam anfangen, vielleicht mit ein paar Bonus-Dingen. Ich find's aber sehr cool. Das Einzige, was ich immer sage, es hätte ruhig ein
Tick kleiner sein können. Ja, also wir haben ja jetzt nur mit einer Emotion hier gespielt. Wenn man jetzt zu viel spielt, das sind natürlich diese ganzen Spielertableaus, die müsst ihr euch natürlich doppelt vorstellen. Wir können also an der Stelle hier auch nochmal den guten Viktor Peter und Richard Ehrmann, wie auch immer, danken und gefühlt ein ganzes Illustratorenteam. Wer hat denn hier Grafikdesign noch gemacht und illustriert? Millionen gefühlt. Viele Ferkes mit Jamie Sichel, Tobi Allen und Pedro El Alberto. Da fehlt haben aber unsere, die Hauptillustratorin fehlt irgendwie. Egal. Aber das ist halt das, was das Spiel auch ausmacht. Es ist unheimlich hübsch. Ja. Ja, also durch die großen Karten kommen natürlich diese ganzen Emotionen und Darstellung einfach viel, viel besser zugute. Nein, wie ist das schön? Zum Vorschein? Und man kann auch so wirklich Fachvokabular lernen, wenn man sich jetzt mal Leo hinnimmt oder ein anderes Übersetzungstool und all diese ganzen Sachen, Excitement und Desire, Courage. Ob es da von der deutschen Version geben wird, wissen wir nicht. Derzeit ist nichts geplant, was ich... Es könnte sogar sein, dass die Spieleschmiede das schon so ein bisschen... Jetzt die dann Verhandlungen sind, in petto hat, weil die ja auch Tricerion und sowas auch ins Deutsche gebracht hat. Also eine Wahrscheinlichkeit ist sicherlich gegeben, kann man ja vielleicht auch mal nochmal schauen. Auf der Spieleschmiede-Seite gibt es ja auch nachfolgende Projekte oder geplante Projekte schon, da einfach mal hingucken. Piet, wie ist es dir denn so ergangen in deinen letzten Partien? Macht dir das Spaß? Ich sag mal, preis-leistungsmäßig ist ja vielleicht auch eine Frage, ist auch nicht ganz so günstig, aber auch alleine für das, was es alles ist, diese ganzen tausend Sachen, machen die dich happy oder andersrum? Oder wie ist so dein, ich will jetzt nicht sagen Fazit der letzten Partien, aber vielleicht doch? Sagen wir so, das Artwork macht mich super happy, weil ich mich immer wieder amüsiere, wenn ich irgendeine Karte ziehe und sehe, was es darstellen soll. Also wenn ich mir hier... einfach mal diesen Loneliness, diesen Einsamkeits... Zeigst du den bei dir an? Käfer mir angucken oder was immer es darstellt. Das ist einfach zu süß dargestellt und das finde ich einfach schon richtig, richtig cool. Das Spiel selber ist relativ abstrakt. Ist für mich jetzt natürlich kein Hindernis. Und finde dieses Area Control hin und her eine sehr coole Sache. Was mir aber auch super gefallen hat, und zwar in diesen ganzen Teamspielen, ist halt, man sitzt halt da zu zweit, tuschelt halt, was machen wir jetzt, was können wir jetzt tun, während die anderen halt gerade irgendwie das Brett verändern. Ja. Und das ist halt ein Punkt, wo ich sagen muss, der hat mir richtig gut gefallen. Und, was man sagen muss, es ist einfacher, als es aussieht. Das heißt, wenn man einmal durch diesen Regelberg einfach drüber ist, dann geht es relativ gerade nur noch bergab. Ja, im Prinzip hat man ja seine drei Aktionsmöglichkeiten und dann muss man nur die ganzen Variationen irgendwie sich so ein bisschen auswendig merken oder die Grafiken richtig deuten können, ne, die ganzen Icons da drauf sind. Ich würde es persönlich wirklich eher zu viert empfehlen, zu viert oder mit der Erweiterung dann zu sechs, wobei ich weiß nicht, wie sich das denn wie es ausartet zu sechs, aber mir hat jetzt diese Team-Variante 2 gegen 2 wirklich mehr Spaß gemacht, was Piet auch schon letztendlich angesprochen hatte, weil man da zusammen irgendwie noch so ein bisschen mehr taktiert. Der andere kann vielleicht Sachen so ein bisschen vorbereiten, man kann hier die Tokens, die wir hier extra noch verwendet haben, dieses kleine Tableau, das gilt auch für beide Spieler zusammen, also man hat da auch immer mal noch so eine Entscheidung mehr. So ein Nimmt Punkt. Man jetzt zwei Karten oder gibt man vielleicht einen Token für die Allgemeinheit? Genau, das war auch so eine Sache. Brauchst du jetzt den Token? Ja, nein und so. Wenn nicht, ziehe ich einfach Karten. Ja. Und es ist auch so, jeder hat dann sein eigenes Deck. Das heißt, ziehen nicht beide von einem Stapel, sondern man kann es an in einer erweiterten Variante auch so spielen, dass man halt unterschiedliche Decks hat, dass man unterschiedliche Fähigkeiten hat. Der eine kann halt das so beeinflussen oder anders. Und da macht es auf jeden Fall sehr viel mehr Spaß. Die Illustration finde ich auch großartig. Ich finde es noch so ein bisschen schade, vielleicht auch in all den Sachen, die man da doch so im Kopf hat. Du hast ja schon gesagt, es ist eigentlich ein total abstraktes Spiel, dass das Thema
diese Gedankenwelt doch nicht so richtig in den Vordergrund kommt. Also klar, sie haben versucht, auf diesen einzelnen Emotionskarten die, sage ich mal, die Fähigkeit, die die Karten haben, noch so ein bisschen zu untermauern. Oder es kommt fast noch mehr rüber, wenn man hier auf diesen Übersichtschart sowas macht, weil dieser kleine Flavor-Ticks-Venue, also keine Ahnung, hier steht manchmal sowas darunter noch. Die Emotion will nicht alleine sein. Ja, genau, die Emotion will nicht alleine sein. Oder die so. Gibt irgendwas und deswegen gibt die irgendwas. Das kommt fast mehr durch die Texte rüber, als wirklich nur durch die Karte, die man ausspielt. Das stimmt. Das ist also dieses tolle, interessante, diese Gedankenwelt, die wird zwar super durch die Illustration und so getragen, aber im Spiel selber hat die für mich leider nicht ganz so... Das kann ich sagen, dann spiel noch zwei, dreimal. Vielleicht, weil man dann nicht so beschäftigt ist mit dem ganzen Kram. Und so, das genau. Kann sein, ja. Und mit dem Hin- und Herschalten. Ja, möglich, ja. Möglich. Und allen anderen, weil ich muss ja sagen, wenn man jetzt so sagt, komm, ich gehe jetzt hier hin und hier pflanze ich jetzt das... Jealousy ein, also ja, den Neid ein. Den Neid, ja. Ich also packe da so ein bisschen Neid in das Gehirn rein, damit es halt so weitergeht. Vielleicht muss man dann auch noch mehr mit den Fähigkeiten seiner Emotionen oder seines Spirits hier spielen. Ja, oder wenn du hier gehst, ja, hier kommt jetzt ein bisschen Nettigkeit rein oder Freundschaftlichkeit und so, dass man halt das so ein bisschen mit hinzieht. Wenn man nur die Karten hinlegt und nichts weiter sagt, ist das wohl... Das stimmt, sehe ich das ein, also, weil dann ist es wirklich nur noch Mechanik. Das lebt einfach davon, wie die Leute das sozusagen... Und so, dafür ist es am Anfang doch wirklich viel an Dingen, die man sich ja merken muss. Ihr merkt es ja auch, haben wir den Marker da oben weitergesetzt, wir machen noch hier das und das. Also man muss da so ein bisschen reinkommen. Ich würde aber sagen, gebt dem Spiel die Chance, wenn ihr auf so Spiele steht, die halt so viele Möglichkeiten haben. Ansonsten ist es natürlich auch total legitim zu sagen, oh nee, das, wenn ich mehr als fünf Sachen machen kann, bin ich raus. Dann ist das nichts für euch. Da mag das Thema vielleicht noch so cool sein. Was wir uns da allerdings noch nicht angeguckt haben, es gab noch ein Kartenspiel dazu. Ja, das hat, wurde aber gesagt, das hat damit nichts zu tun. Es ist aber in der gleichen Welt, oder? Er spielt in der gleichen Welt, hat aber mit dem Spiel mit so dem Spiel nicht, aber tun. Vielleicht ist es weniger Entscheidungssachen, die da im Hinterkopf sind. Da haben wir nämlich noch nicht reingeguckt. Das hier, ihr seht, es ist noch verschweißt. Es ist noch eingeschweißt. Aber es ist 25 Minuten wird die Spieldauer nur angegeben. Vielleicht gucken wir zugleich nochmal an. Das war ja so ein Goodie, was durch den Kickstarter irgendwie rausgekommen ist. Aber hat mir Victor gesagt, hat mit dem Spiel an sich so gar nichts zu tun. Spielt halt wirklich nur in derselben Welt. Und das, ich muss sagen, je öfter ich spiele, desto schöner finde ich es. Und so war länger, also sobald die Mechaniken halt den Hintergrund... Ja, weil man sie verinnerlicht hat. Man kann, obwohl ich glaube, man kann es nicht verinnerlichen, weil ich habe fünf Aktionen auf meinem Brett, ich habe fünf Aktionen auf dem Board, die unterschiedlich viel kosten, je nachdem, wie ich es... Dann habe ich was auf meinen Karten, dann habe ich ja noch diese Schalen hier, die auch noch Sachen bringen. Und deswegen ist das im Team vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil es sind drei Leute noch dran, bevor ich meinen Zug mache. Ob das gut oder schlecht ist, weil sich das Brett dann wieder verändert, sei mal dahingestellt. Ja. Aber Möglichkeiten hat das Brett auf jeden Fall. Es ist kein, weil es so hübsch ist und so niedlich gezeichnet ist. Es ist kein Familienspiel, kein Kinderspiel, gar nicht. Das ist definitiv Kenner in der Basisvariante mit Experte, weil, wie gesagt, mit Deckbau, wenn ich mein eigenes Deck zusammenbaue, welche Situation ich möchte und wie ich das beeinflussen mag, da geht es dann ins Eingemachte. Was ich aber auch nicht schlimm finde. Also man muss, da kann jeder taktieren, wie er mag. Ja. Alles kann, nichts muss. Ja. Das Einzige, was muss, ist, man sollte Spaß dabei haben. Und ich finde, so wie es ist, auf jeden Fall eine gelungene, runde Sache. Ich hoffe, wir konnten euch so einen groben Einblick über das Spiel geben. Was ist es, was kann es, was ist es vielleicht auch nicht? Ist es was für euch? Habt ihr Bock auf wirklich eine Vielzahl an Möglichkeiten? Oder sagt ihr jetzt, oh gut, dass wir das mal gesehen haben. Uns ist es einfach zu viel. Ja, wir wollen doch was Fluffigeres haben und weniger Gedankenchaos. Total legitim. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Mal gucken, was wir dann auf den Tisch hier zaubern. Und bis dahin wünsche ich euch einfach viel Spaß. Spielt viele Spiele. Schaut auf dem Kanal vorbei. Ciao. Und immer lächeln. Bis dann. Tschüss.